Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrapher-Kanal. Mein Name ist Jörg und was dieser externe Monitor mit unserer DJI Mini 4 Pro und mit unserem DJI RC2 Controller zu tun hat, das zeige ich euch gleich. Wer jetzt hier die DJI Mini 4 Pro fliegt oder auch eine andere Drohne, auf jeden Fall aber auch hier diesen DJI RC2 Controller mit im Einsatz hat, ja, der hat jetzt die Möglichkeit, dass man da einen externen Monitor mit an diesem Controller mit anschließt. Und das hilft uns eigentlich, wenn wir dann mit der Drohne draußen unterwegs sind, dass man dann vielleicht ja so einen großen Monitor an diesem RC-Controller mit angeschlossen hat. Dann braucht man nicht immer auf dieses kleine Display von unserem Controller schauen. Dann hat man in so einem großen Monitor auf jeden Fall alles besser und bestens im Blick. Das hilft uns vor allen Dingen, wenn wir vielleicht ja Rehkitzrettung oder irgendwie was anderes betreiben oder auch ja Suchaktionen mit einer Drohne durchführen. Es gibt natürlich auch noch größere externe Monitore, die man dann an diesen RC2-Controller mit anschließen kann. Und da möchte ich euch ganz einfach mal zeigen, wie man das jetzt hier ruckzuck installiert. Jetzt sehen wir hier unten an unserem DJI RC2-Controller, hier ist jetzt dieser USB-Eingang. Da sieht man das. Da wird dann jetzt das USB-Kabel eingesteckt. Und genauso ein USB-Eingang befindet sich natürlich an unserem externen Monitor. Jetzt werden wir hier die beiden Geräte mal mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbinden. Jetzt sehen wir, hier sind unsere Geräte miteinander verbunden. Jetzt werden wir hier mal den Controller starten und dann schauen wir mal, ob die beiden Geräte zusammen Verbindung aufnehmen können und ob dann unser externer Monitor das Signal von unserem Controller auch wiedergeben kann. Und siehe da, ja, der Controller ist gestartet und wir sehen auf unserem externen Monitor unser Bild, was uns quasi auf dem Display des RC2-Controllers angezeigt wird. Also das wird jetzt hier quasi gekoppelt miteinander, beziehungsweise wird jetzt hier dieses Signal auf diesen Monitor weitergegeben. Und jetzt haben wir hier schon mal ein richtig schönes, großes Bild, wie man jetzt hier sehen kann. Das lässt sich jetzt hier, denke ich mal, auch alles ganz gut erkennen. Und jetzt kann man das hier zum Beispiel auch sehen, wenn ich jetzt hier auf dem Touchscreen von unserem Controller einige Einstellungen machen möchte, dann sieht man das, dann wird das Signal wirklich 1:1 auch an diesen großen externen Monitor weitergegeben. Also dann kann man jetzt hier schon mal Einstellungen von der Drohne auch hier an diesem großen Monitor mit nachverfolgen. Also das finde ich wirklich sehr gut und ich denke mal, so ein externer Monitor, der eignet sich dann draußen, wenn man dann wirklich irgendwie Suchaktionen mit der Drohne irgendwie durchführt oder wie gesagt ja auch Rehkitzrettung und. Also da ist das wirklich von Vorteil. Ich hatte jetzt leider noch keine Möglichkeit, dass ich dann draußen diesen Monitor mal mit zum Einsatz habe, aber ich denke mal, das wird sich jetzt im Frühjahr dann auf jeden Fall mal mit ergeben, dass ich dann auch diesen Monitor draußen mal mit aufbaue. Ich habe da auch schon ein passendes Stativ und auch so eine VESA-Halterung. Man kann das jetzt hier sehen. Auf der Rückseite befinden sich jetzt hier so Befestigungselemente für so eine VESA-Halterung und die wird dann quasi mit am Stativ angebracht und dann kann man das auch draußen nutzen. Und wer jetzt Interesse an so einem externen Monitor hat, da habe ich euch das natürlich mal mit unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Da kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und ich denke mal, so ein externer Monitor in Verbindung mit unserer DJI Mini 4 oder anderen Drohnen, beziehungsweise auch diesem DJI RC2 Controller, das ist wirklich von Vorteil, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Inspektionsflüge macht und da wirklich Sachen genauer erkennen muss und da nicht immer auf diesen kleinen Monitor auf unserem Controller schauen will. Oder eben auch Rehkitzrettung oder auch andere Sachen, wo man dann vielleicht wirklich ein genaueres Bild haben möchte, da ist das wirklich sehr gut. Wenn man da wirklich auch ein Live-Bild braucht und sich nicht erst dann die Sachen vielleicht irgendwo anschauen muss, wenn man sich dann die Daten vom Controller irgendwo auf dem PC runtergeladen hat und sich das dann auch irgendwo im Büro anschauen muss. Und wenn ihr jetzt hier den Controller von eurer DJI Mini 3 Pro habt, also der schaut fast so aus wie der DJI RC2 mit diesem Display, also mit dem DJI Mini 3 Controller, da funktioniert das nicht. Wir haben zwar hier unten auch so einen Eingang, wo man dann quasi ein Kabel anschließen kann, aber hier wird leider das Bild nicht auf diesen Monitor mit übertragen. Das möchte ich euch auch nochmal ganz kurz mit erwähnen. Jetzt möchte ich hier auch nochmal ganz kurz auf diesen kleinen Monitor mit eingehen in Verbindung mit unserer DJI Mini 4 bzw. auch diesem RC2 Controller. Man kann das jetzt hier sehen, dieser Monitor, der wird in so einer kleinen Hülle geliefert und die kann man dann quasi auseinanderklappen. Dann lässt sich der Monitor dann aufstellen, wie man das braucht. Entweder jetzt hier mit dieser Hülle
oder dann, wie ich bereits erwähnt hatte, mit so einer VESA-Halterung, dann kann man sich das Ganze vielleicht irgendwo an der Wand befestigen, beziehungsweise auch, wenn man dann draußen ist, wirklich diesen Monitor hier irgendwo am Stativ befestigen, wenn man dann irgendwie Suchaktionen mit einer Drohne durchführt. Ihr habt das jetzt hier gesehen, also unser Monitor, der zieht jetzt quasi Strom von unserem RC2-Controller. Wenn ihr dann natürlich irgendwie einen externen Akku habt, dann könnt ihr natürlich auch diesen Monitor mit einer anderen Stromquelle zusätzlich betreiben. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ihr müsst eben dann auch schauen, dass das Verbindungskabel zwischen eurem Monitor und dem Controller dementsprechend lang sind. Ich habe euch da entsprechend die Kabel auch mit in die Videobeschreibung reingepackt. Da könnt ihr gerne mal mit reinschauen. Und zu jedem Drohnenflug mit oder ohne externen Monitor braucht man natürlich wieder eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Mit dem Code DRGR3 findet ihr bei den Helden.de eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung für eure Drohne oder euren Kopter. Und ob ihr dann privat oder auch gewerblich mit der Drohne unterwegs seid, das spielt keine Rolle. Ihr könnt da auf jeden Fall mal reinschauen. Und wenn ihr dann noch einen Vertrag abschließt, dann könnt ihr euch noch einen ganzen Monatsbeitrag bei der Sache mit sparen und den Kanal auch hier noch so ein bisschen mit unterstützen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.